and equality for the whole world economy. Freedom and tolerance, hand in hand with no government. But reality hit me like an uppercut in my kidney. So. Finale. Feinheiten. Und schon bin ich soweit. Hello, bitches, I'm back. Und es freut mich. Hallo, es freut mich auch, dass ihr wieder hier seid. Ich kann euch zwar wie immer nicht sehen, aber wie meist bilde ich mir einfach ein, ich würde zu einem Millionenpublikum sprechen. Das entspricht meinem Ego. Leute, folgendes. Stand der Dinge, ich bin immer noch krank. Ich muss immer noch Medikamente nehmen. Deswegen gibt es auch heute weiterhin keinen Whisky in der Verkostung, weil ich mich da einfach so ein bisschen zurückhalten möchte in der Zeit, sondern quatsche lieber ein bisschen über dem Whisky nahe Themen. Positiverweise bekomme ich jetzt dieses süßen Cortison-Bäckchen. Das spart mir natürlich ein Vermögen an Fillern und Botox und so weiter. Schöne Sache. Und hier habe ich mich auch noch verletzt. Könnt ihr es sehen? Hier habe ich mich auch noch verletzt. In den Finger geschnitten. Deswegen soll es passenderweise auch um ein Downer-Thema gehen. Sowieso scheiße drauf. Sucht und Gesundheit. Soll mal kurz das Thema sein. Ich dachte mir, wir haben jetzt irgendwie irgendwas von 30 Whiskys in der Verkostung gehabt und beschäftigen uns alle sehr viel mit dem Thema Whisky, Alkohol generell vielleicht. Lass uns doch mal vielleicht über die negativen Folgen sprechen. Oder zumindest die negativen Folgen, die das Ganze haben kann. Das soll kein erhobener Zeigefinger sein. Ich möchte niemandem irgendwie vorschreiben, was er zu tun und zu lassen hat. Das ist mir relativ egal. Aber ich dachte mir, ist ja mal ein Thema, über das man so in der Community auch mal so ein bisschen diskutieren kann. Weil es, glaube ich, sehr, sehr häufig ausgeblendet wird. Ne? Für mich geht es um zwei grundsätzliche Themen heute. Punkt 1, Alkohol. Ganz plain and simple. Also Alkohol, was macht es denn eigentlich, etc.? Ethanol ist ein Nervengift letztlich, was auf unseren Körper in geringeren Dosen entkrampfend wirkt, angstlösend wirkt. Und ich denke mir gerade in einer Situation wie jetzt dieser hier mit Corona und sowieso und auch in anderen speziellen Lebenssituationen kann das, glaube ich, schnell zu einem Problem werden, wenn man eben Alkohol benutzt als Lösung für Probleme, die man vielleicht in dem Moment hat. Um eben nicht mehr die Ängstlichkeit zu spüren vielleicht, um diese entkrampfte Wirkung eben haben zu wollen. Und ich glaube, gerade in so extremeren Situationen kann das sowas schnell in so eine schleichende Abhängigkeit geraten. Das ist ganz vielen Leuten schon so ergangen. Und ich glaube einfach, dass es ein Punkt ist, den man sich immer wieder mal ins Bewusstsein rufen sollte, wo man auch immer mal wieder selbstkritisch hinterfragen sollte, wie sieht denn mein Konsum zurzeit aus und hat sich da was verändert die letzte Zeit? Gibt es da vielleicht die Notwendigkeit zu handeln? Weil sowas kommt ja nie von jetzt auf gleich und das ist ja nicht irgendwie hoppla, jetzt bin ich abhängig oder sowas, sondern man schlittert halt vielleicht in sowas rein. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, wie macht ihr es? Mich würde es zum Beispiel wahnsinnig interessieren, mich da auch so ein bisschen auszutauschen. Ich mache, also in der Regel, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie medikamentös in Behandlung bin, handhabe ich es eigentlich immer so, dass ich eigentlich nur am Wochenende Alkohol trinke. Und bei mir beschränkt sich tatsächlich auch sehr auf das Thema Whisky. Ich bin keine besonders große Biertrinkerin, Weintrinkerin oder sonst irgendwas. Das habe ich einfach nicht das große Interesse dran. Und dann sind das meistens am Wochenende halt mal ein, zwei Drams am Abend und das war es dann aber eigentlich auch bei mir, was das Thema Alkohol angeht. Ich versuche auch tatsächlich dann immer mal eine längere Zeit eine Pause einzulegen, wo ich mal einen Monat oder so überhaupt keinen Alkohol trinke. Einfach zum einen so als kleiner Selbstcheck. Macht mir das dann Probleme? Ist es plötzlich tatsächlich, dass ich in eine Situation gekommen bin, wo ich tatsächlich ein Verlangen entwickle, um Alkohol zu trinken oder sowas? Zum anderen habe ich meistens im Sommer sowieso keinen Bock drauf, irgendwie hochprozentiges Zeug mir noch reinzuknallen, weil ich die Hitze sowieso schon nicht ab kann und das dann meistens nicht besonders zuträglich ist. So handhabe ich das Ganze. Bis jetzt funktioniert das auch wunderbar. Ich behaupte, ich bin da in keinerlei
Situation, wo ich mir irgendwie Gedanken machen müsste aktuell. Würde mich aber tatsächlich auch mal interessieren, wie macht ihr es? Habt ihr Erfahrungen mit dem Thema? Und findet ihr, dass da mehr drüber gesprochen werden sollte? Ich weiß es nicht. Ich bilde mir manchmal ein, dass das einfach so ein Punkt ist, der so in der ganzen Community doch so ein bisschen ausgeklammert wird. Und das ist nun mal ein Thema. Das kann man ja einfach nicht von der Hand weisen. Punkt 2, was mir gerade jetzt so die letzte Zeit immer mehr auffällt, ist so das Thema Kaufhalten und so dieses FOMA, Fear of Missing Out, nennt man es in der Psychologie, also so diese Angst, irgendwas verpassen zu können. Die neue Hype-Abfüllung kommt raus, ich muss sofort irgendwie 5 Stunden online sitzen und die 2 Sekunden Fenster nutzen, wo ich dann diese Flasche vorbestellen kann oder so. Gefühlt ist ja sowieso jede Flasche, die aktuell neu rauskommt, eine limitierte, super tolle Sonderabfüllung, die dann irgendwie morgen schon das 10-fache wert ist und was weiß ich. Was mich zum einen so ein bisschen nervt aus meinem persönlichen Interesse als mein Hobby halt einfach. Mir macht es das fast so ein bisschen kaputt. An gewissen Ecken zumindest. Dass da so diese krampfhafte Ding und diese Jagd nach dem Besonderen und was weiß ich. Man kommt überhaupt nicht mehr entspannt zum Trinken und zum Genießen, weil ja irgendwie alles die tollsten Geschichten sind, sodass es ja fast schon keinen Sinn macht, irgendwelche Flaschen raufzumachen, wenn das irgendwie 2 Monatsmieten für mich sind oder so. Keine Ahnung. Und das ist so ein Punkt, dass mir die letzte Zeit vermehrt aufgefallen ist. Dass so dieses krampfhafte und wahnhafte Kaufverhalten, dass das irgendwie viel mehr zunimmt. Und ich glaube, auch sowas ist ein Punkt, wo man in eine Art Abhängigkeit reinkommen kann. Wo man, glaube ich, auch so ein bisschen aufpassen sollte, gebe ich einfach zu viel Geld für das Zeug aus. Ich denke, wir haben alle jetzt, oder die meisten von uns zumindest, halt nun mal nicht unendlich Kohle zur Verfügung. Wo man dann, denke ich, schon auch immer mal so ein bisschen hinterfragen muss, wie viel Geld ist es mir denn wert und macht das überhaupt noch Sinn, was ich da so alles bei mir zu Hause rumstehen habe. Kann jede Sammelleidenschaft voll und ganz nachvollziehen, da bin ich ja sehr ein bisschen dabei. Aber wie gesagt, es muss halt alles irgendwo noch in einem Rahmen bleiben, wo du sagen kannst, das macht noch Sinn. Und ich glaube auch sowas, wie gesagt, da kommt man auch schnell in so eine Schiene rein, die dann schon fast Richtung Suchtverhalten geht. Das waren mal 2 Punkte, die mir jetzt aktuell einfach am ehesten aufgefallen sind, wo ich mir dachte, das wäre doch vielleicht mal ein Thema, drüber zu sprechen. Und mich würde es wahnsinnig interessieren, wie eure Erfahrungen damit sind, wie euer Umgang mit sowas ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Vielleicht schaffen wir es, so eine kleine Diskussion anzustoßen. Mich würde es sehr freuen. Was sagen andere Whisky-YouTuber dazu? Ich meine, wir tragen ja auch so ein Stück weit dazu bei, dieses Thema immer wieder in den Vordergrund zu rücken und sowas. Immer wieder, ne? Wir sind ja auch einfach, ob wir das jetzt wollen oder nicht, aber wir sind ja nun mal auch einfach so diese, so ein bisschen Werbetafeln, wenn wir die neuesten Abfüllungen vorstellen und so. Ist das ja auch jedes Mal ein Werbeeffekt quasi. Wie gesagt, ob wir den wollen oder nicht. Aber wir rücken diese Abfüllungen ja auch jedes Mal wieder in den Fokus. Deswegen schon mal interessant, jetzt klingelt es bei mir. Ich lasse jetzt klingeln. Ja, wie gesagt, mich würde es interessieren. Schreibt mir gerne was unten rein. Und abschließend möchte ich natürlich noch sagen, egal ob ihr trinkt oder nicht, egal ob ihr eine Flasche Whisky zu Hause habt oder 500, ihr seid mir immer willkommen, ihr seid meine Community und egal wie ihr euch verhaltet, ihr seid immer der gleiche wertlose menschliche Abschaum für mich. Bye!